Ein Vorteil der ArcGIS-Welt ist die Möglichkeit, Inhalte unkompliziert und kompatibel mit anderen zu teilen. Im vorausgegangenen Video haben wir gezeigt, wie Inhalte aus ArcMap und ArcScene in ArcGIS Pro geöffnet werden können. Nun zeigen wir, wie eben diese Inhalte in ArcGIS Online hochgeladen und anderen Nutzern für die Bearbeitung und Visualisierung zur Verfügung gestellt werden können. Hier sehen wir das Projekt aus ArcMap und ArcScene, das wir im vorherigen Video bereits in ArcGIS Pro hinzugefügt haben. Um diese Inhalte nun in ArcGIS Online hinzuzufügen, gehen wir zunächst auf Freigeben und klicken dann auf Webkarte. Wir sehen nun im rechten Bereich der Oberfläche die Funktion als Webkarte freigeben. Wir können nun hier in diesem Bereich weitere Informationen hinzufügen, die anderen dabei helfen können, auf den Inhalt unserer Karte zu schließen. Hier können wir noch einstellen, wie wir die Karte zur Verfügung stellen wollen. Also soll sie zur Analyse oder zur Bearbeitung oder einfach nur zur Visualisierung zur Verfügung gestellt werden. Zuletzt können wir noch auswählen, für wen wir die Karte freigeben möchten. Soll sie öffentlich freigegeben werden oder nur für unsere Organisation? Wenn die Analyse keine Fehler oder Warnungen hervorbringt, dann können wir die Karte freigeben. Um unsere 3D-Szene in ArcGIS Online hinzuzufügen, können wir analog verfahren. Wir gehen auch hier wieder über Freigeben und dann auf Webszene und sehen nun im rechten Bereich der Oberfläche die Funktion als Webszene freigeben. Auch hier können wir wieder Informationen ergänzen, unseren Inhalt prüfen und sobald die Analyse abgeschlossen ist, unsere 3D-Szene freigeben. Je nach Größe der Datei kann das ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Wir können unser Projekt auch als Projektpaket freigeben. Ein Projektpaket ist eine Datei, in der alle im Projekt enthaltenen Karten und Szenen sowie auch weitere Elemente wie Toolboxes und Anlagen enthalten sind. Hierfür wählen wir wieder die Registerkarte freigeben und dann in der Gruppe packen das Projekt. Rechts können wir im Bereich Projektpaket erstellen, Informationen zum Projekt eintragen, einstellen, welche Elemente in das Projektpaket integriert werden sollen, nach möglichen Problemen suchen und nach erfolgreicher Überprüfung das Paket erstellen. Um die gerade hinzugefügte Karte, Szene sowie das Projektpaket einzusehen, klicken wir in unserem ArcGIS Online-Account auf Inhalt. Hier sehen wir zunächst eine Übersicht all unserer bereits in ArcGIS Online hochgeladenen oder erstellten Elemente. Im Ordner, den wir extra für unser aktuelles Projekt erstellt haben, liegen folgende Dateien. Die Karte Buildings, die wir zuallererst freigegeben haben, und alle zugehörigen Feature Layer sowie eine Service-Definition. Die lokale Szene, die wir anschließend freigegeben haben, sowie die dazugehörigen Layer und letztlich unser Projektpaket. Die einzelne Karte sowie die lokale Szene können wir direkt in ArcGIS Online öffnen. So können bereits andere Mitglieder der Organisation, sofern die Inhalte entsprechend freigegeben sind, mit den Inhalten arbeiten und sie einsehen. Das Projektpaket hingegen kann als PPKX-Datei heruntergeladen und zur weiteren Bearbeitung in ArcGIS Pro geöffnet werden.